Hallöchen. Ja, heute wollte ich mit euch mal ein bisschen schnacken. Und zwar geht es hier rum. Mich haben einige Leute gefragt, warum ich denn jetzt ein neues Design habe. Und warum diese Farben, warum dieser Kopf, warum. Und ich wollte heute einfach mal so ein bisschen darauf eingehen. Also zum einen, die Leute, die mich schon länger verfolgen, wissen, dass ich eigentlich ja oft mein Design ändere. Gerade am Anfang habe ich es ziemlich oft geändert. Das letzte hatte ich jetzt, glaube ich, über ein Jahr oder so. Und ich dachte mir, es wird mal wieder Zeit für ein neues Intro, ein neues Kanaldesign und so ein Krams. Warum die Farben? Kann ich mir eigentlich auch selber nicht erklären. Ich hatte irgendwie Bock drauf. Das ist mir in einer schlaflosen Nacht. Habe ich irgendwie Bock gehabt auf ein großes Symbol und dann einen Schriftzug. Hab mir dann so ein paar Skizzen gemacht und das dann, ja, letztendlich so umgesetzt. Ja, ihr habt wahrscheinlich schon mitbekommen, das letzte Mal waren hier ja noch mehrere Sticker. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, alles wegzumachen, habe die Platte hier neu angeschliffen. Das ist noch nicht das schlussendliche Layout, da werde ich bestimmt nochmal was machen. Ich habe jetzt nur erstmal neue Sticker bekommen. Dafür nochmal recht herzlichen Dank für den Tipp. Oder was heißt den Tipp? Ja, Alex hat gesagt, hier, das ist ein geiler Shop. Bestell da mal die Sticker. Und ich muss sagen, echt geil. Ich habe 2 eigentlich bestellt. 4 wurden mir geschickt. Die sind 30 cm lang und 10 cm hoch. Ja, richtig geile Qualität, kein Verlust irgendwie. Ist genau so, wie ich die Grafik erstellt habe. Kein Pixel, nichts zu sehen, keine Fehler. Echt Hammer. Auch die verwendeten Materialien sind echt top, klebt super. Wurde super geliefert auf so eine Rolle, wurde dann auch eingepackt und dann auch mit Luftpolsterfolie in einen größeren Karton. Echt top. Kann ich euch echt nur empfehlen. Nur als Tipp vielleicht noch. Bestellt mehrere Sachen wegen Versandkosten. Wenn ihr wissen wollt, wo ich die Sticker her habe, ich packe euch mal einen Link dazu in die Videobeschreibung. Und wenn ihr da irgendwie Bock drauf habt, euch irgendwie Sticker zu machen oder so, kann ich euch echt nur empfehlen. Ja, wie gesagt, Intro gefällt ja einigen von euch. Ist jetzt so 50-50 fertig. Ja, hatte jetzt wenig Zeit letzte Zeit. Kinder waren öfters jetzt krank und ich war auch noch krank. Jetzt habe ich auch noch aufgehört mit Rauchen. Da bin ich sowieso noch ein bisschen gestresst. Ja, aber es geht natürlich weiter und ich wollte noch eine Kleinigkeit anmerken. Es wird nur ein kurzes Video, wie ihr wahrscheinlich schon merkt. Und zwar, wenn ihr bei mir im Shop bestellt. Jetzt habe ich hier zum Beispiel, das ist ein Tanktop, ein Stringer. Habe ich mir für den Sommer bestellt. So, hier ist jetzt mein neues Design drauf. Und ihr werdet sehen, hier ist ein Loch. So, jetzt mal kurz vorweg. Die Sachen bei Spreadshirt werden immer noch per Hand gemacht. Es ist alles Handarbeit. Da kann es natürlich dazu kommen, dass irgendwie Fehler passieren oder sowas. Wie jetzt bei mir. Das erste Mal ist bei mir passiert und ich bin echt schon jahrelang Kunde bei Spreadshirt. Haben wir hier. Ich muss euch das mal. Wartet mal. Ich probiere das gerade mal hier so ein bisschen schöner zu machen. So. Jetzt sieht man es wahrscheinlich, glaube ich, besser ein bisschen. Mal so machen. So. Ja, also gewaschen und nach dem Waschen war hier ein Loch, hat sich das Ganze ein bisschen gelöst, aber um euch ist, ich mache das eigentlich nur, um euch die Furcht zu nehmen davon. Wenn das passiert, ihr habt in die Rechnung, die ihr bekommt, unten eine Telefonnummer. Da ruft ihr an und sagt hier, gebt die Bestellnummer durch und sagt, wie auch immer,
der Druck ist zu klein gewesen oder es ist beim Waschen sowas passiert. Habt da keine Angst vor, die Leute sind mega korrekt. Ich habe das auch getan in diesem Fall, habe gesagt, hier, meine Bestellung nach dem ersten Waschen kaputt gegangen. Antwort von dem Mitarbeiter, das ist blöd. Das sollte nicht sein. Er hat mich dann gefragt, was wir machen wollen. Geld zurück oder neues Shirt. Ich habe natürlich gesagt, neues Shirt. 2 Tage später kam das. Ohne Murren, ohne sonst irgendwas. Bup. Perfekt. Ist jetzt auch schon gewaschen, sogar schon getragen. Perfekt. Und nur um euch die Angst zu nehmen, ihr habt auch wenn es mal nicht passen sollte oder was auch immer, 30 Tage Rückgaberecht ohne zu murren, nur um euch da nochmal ein bisschen die Angst zu nehmen. Ja, das war's eigentlich schon. Es sollte wirklich nur ein ganz kurzes Video sein. Ich habe auch gesehen, dass euch das Bunker-Video gefallen hat, obwohl es eine Taschenlampe ist. Das hat mich echt gewundert. Eine Lampe wird noch kommen. Danach ist aber wirklich Schluss. Da werde ich mir noch was einfallen lassen. Da werde ich auch an einem Lost Place gehen. Ich bin mir noch nicht sicher, wo genau. Ich tendiere zu einem ehemaligen Munitions- und Sprengstofflager von der NVA. Also das existiert seit dem Ersten Weltkrieg. Dann wurde es im Zweiten Weltkrieg genutzt und schlussendlich von der NVA und dann noch ein paar Jährchen von der Sowjetunion. Ja, mal sehen, ob ich dahin gehe. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke mal schon. Und ja, vielleicht mache ich das danach noch weiter. Mal sehen, wie die Reaktionen so sind. Also das Bunko-Video war da ja euch ziemlich einig. Mal sehen. Ob ich das dann weiterführe, weiß ich nicht. Es ist auch schwierig, weil sowas ist ja größtenteils verboten, leider. Nicht, dass ich mich da irgendwie selber in rechtlichen Schwierigkeiten irgendwie rein begebe, wenn ich das Ganze filme. Da muss ich noch ein bisschen schauen. Ja. Ansonsten, ich warte zurzeit noch ein bisschen auf Teile. Hier fehlt auch noch was. Hier fehlt auch noch ein Sticker. Seht ihr aber dann. Ich warte derzeit noch auf Teile, das wird wohl die nächsten Tage kommen. Und dann geht es auch endlich wieder weiter. Ich wollte schon Bash-Videos drehen. Leider heute wieder Regen. Langsam ist es echt nervig. Das ist entweder es ist scheiß Wetter oder entweder es ist schönes Wetter und ich habe keine Zeit oder es regnet halt. Echt dumm. Es war jetzt relativ warm draußen. Ich wollte ein Video machen und dann kam wieder was dazwischen. Was genau werdet ihr dann noch sehen in den weiteren Videos? Das soll es soweit erstmal gewesen sein. Nur so ein kleines Info-Laber-Video und ein bisschen Aufklärung betreiben. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer, unten in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Damn. Yeah.